88% meiner Zuschauer haben kein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und nehmt als Dank die Glocke mit. Und wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit eurem Daumen. Ach, und wenn wir gerade schon dabei sind, folgt mir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch. Danke für euren Support. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Dirt Rally 2.0. Sowas ist denn überhaupt alles kaputt, Leute? Also, Kühler kaputt, Karosserie rot, Stoßdämpfer so ein bisschen. Wir können alles machen. Karosserie kostet halt ein bisschen, gell? Aber wir können alles reparieren. Sehr nice. 26, 31, also relativ knapp eigentlich an sich. Die sind neu, okay. Mittel wird empfohlen. Dann würde ich mal sagen, können wir starten. Wir haben ja auch hier ein relativ kurzes Rennen. 4,79 Kilometer Startreihenfolge. Nein, warte mal, Event-Zwischenstand. Können wir mal reinschauen. Sieht eigentlich richtig gut aus, oder? 22 Sekunden, ja, ist schon was, aber wir stehen gerade richtig gut da irgendwie. Also im Vergleich zu dem, was die letzten Rennen so alle waren. Okay, so, wir geben unser Best. Ah, was Schönes dran, Klassenführenden, habe ich jetzt nicht so geschaut. So, wir schauen mal, was geht. Oh, die erste Kurve nicht so gut eingefahren. So, hier 2 in 1. Okay, habe ich jetzt auch nicht so mega gespürt. So, 2 nicht schneiden. Jetzt mal gucken. Am Anfang ist natürlich immer so eine Sache. Bin ein bisschen zu langsam, glaub. Also auf den Klassenführenden schaut, habe ich in den ersten Kurven ein bisschen zu zaghaft bin ich hier durchgefahren. Das war eine 2. Okay. Fand ich extrem weit offene Kurve. Guck mal, die zweite Dreier, die war doch jetzt noch wieder enger wie die andere. Und da denkt dann so, okay, man kann dann die andere nächste Kurve auch dann so schnell fahren, aber die wird dann trotzdem enger, obwohl die Zahlen gleich bleiben. Ich weiß, ein bisschen, oh, ich bin vorne! So ein bisschen variieren die sich natürlich auch, aber da war jetzt schon, finde ich, ein grober Unterschied, meines Erachtens. Oh, Alter, die Kehre fand ich jetzt nicht schlecht gefahren. Obwohl, oh scheiße, ich bin hinten. Okay. So wie es ausschaut, sind wir minimal hinten. Gegen wen fahren wir denn überhaupt? Wäre geil, wenn der Chae King dabei wäre. Das wäre schon cool. Oh, jetzt sind wir wieder ein bisschen vorne. Okay. Je nachdem, gegen wen wir fahren, ist ganz gut. Nee, ich glaube nicht. Wenn man so die Namen schaut. Da habe ich so ein bisschen auf die Liste geschaut. Jetzt weiß ich nicht mal mit den Kurven. Sind wir hier ein bisschen langsamer gefahren. Das Problem ist jetzt halt, guck mal, ich kann jetzt sagen, guck mal, cool, ich bin vorne, guck mal, ich bin Platz 1. Okay, ich bin doch nicht Platz 1, ich bin Platz 2. Aber ich weiß ja nicht, was der King fährt. Also der originale Platz 1 quasi. Das ist natürlich so ein bisschen nervig, dass die vermutlich nochmal einen Ticken besser fahren. Vielleicht, ich weiß es nicht. Bisschen schade, dass wir jetzt hier ein bisschen was verloren haben. Schauen wir mal, ob wir hier was rausreißen können. So, ui. Oh, Leute. Ich bin irgendwie derzeit ein bisschen zaghaft. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich glaube, manchmal bin ich vielleicht doch ein bisschen zu langsam, aber besser, wie wenn ich immer ein bisschen zu schnell bin und dann irgendwo dagegen fahre. Aber ich guck, irgendwo einen Punkt zu bekommen. Alter, 7/10. Nicht viel eigentlich. Extrem knappe Sache hier. Oh. Okay, da habe ich jetzt mich ein bisschen verbremst. Oh, Alter. Hä? Hat er gerade nicht gesagt... Ach, da hinten. Oh, Leute. Euer Ernst? Ich habe mir schon gedacht, so, boah, fuck, da geht's ja schon links weg. Oh, das ist doch mies. Sind wir eigentlich so schön gefahren, auch wenn es knapp war.
das war schon irgendwie mies, finde ich. Genau gleich wie beim ersten Mal. Wobei ich sagen muss, hier am Anfang waren, glaube ich, ein paar Kurven, die nicht ganz so eng waren, als angegeben, finde ich. Aber, ja, das war mies. Das war wirklich mies, Leute. Ich habe schon gedacht, ich verpasse ja fast die Kurve. Und dann war es es gar nicht. Das ist mies. Oh, jetzt habe ich auch richtig viel Zeit verloren. Das ist doch mies, Leute. Bin ich jetzt gar nicht so gut wie beim ersten Mal. Oh, ja, bisschen schneller. Ja, dann. Oh, jetzt habe ich aufgeholt und dann passiert wieder sowas. Unter eine Sekunde aber noch. Das könnte man schon noch holen. Ah, das war ein bisschen zu früh. Das war ein bisschen zu früh mit der Handbremse rein. Ansonsten wären wir, glaube ich, hier richtig schön durchgekommen. So, oh, wir haben wieder gut aufgeholt. Wobei, ehrlich, es ist halt alles ganz knapp hier. Mega knapp alles. Nein! Nicht so ein Scheiß hier. Wow, wow, wow. Ah, jetzt haben wir wieder hier Zeit verloren. Oh, das ist schon nervig, Leute. 2 Sekunden. Aber hier habe ich ja sowieso ein bisschen was verloren. Und dann habe ich, glaube ich, wieder aufgeholt. Der Ausnahme halt, wo wir falsch abgebogen sind. Da müssen wir jetzt aufpassen. Oh je, kriege ich das hier noch? So, irgendwo kommt jetzt, glaube ich, demnächst die Kurve. Man, weit ist denn das weg gewesen? Kommt hier die 4, dann kommt ein 3. So, ah, sorry. Kommt eine 1 nach rechts. Kommt in die Kurve, Alter. War das so weit hinten? Das ist wirklich im letzten Abschnitt. Oh, eine halbe Sekunde. War das so weit hinten? Okay. Ah, hier war's. Alter, schon mies. Das ist schon mies. So, ich bin jetzt gerade mega konzentriert. Keine Ahnung, ob ich hier vorne oder nicht bin. Oh, ich bin vorne. Ich hab's gesehen. Ich hab hingeguckt. So, 1-2 nach rechts. Das sieht doch gut aus. Wir müssen halt nur einigermaßen gut mit der Geschwindigkeit durchkommen. Alter, nice. Na, ah, nicht so nice. Okay. Come on, das sieht aber gut aus. Das sieht diesmal richtig schön aus. Hier nicht zu schnell, das ist ein bisschen gefährlich hier. Auch wenn wir jetzt hier ein bisschen dagegen gefahren sind, naja. 2,7, ja, das geht ja. Ist gut, dass er die Kehre noch angesagt hat, obwohl das hinter Marshall ist. Aber nun gut. Gucken wir mal auf die Gesamttabelle. Ja, so gesehen schon, aber ich glaube insgesamt nicht. Insgesamt wird es... Was? Leute, Alfonsi auf 4, Alonso auf 7. Das waren, glaube ich, so Leute, die bei mir mitgefahren sind gerade. Alter, ich bin wirklich vorne. Ich bin wirklich Platz 1. Das kaufe ich euch nicht ab, Leute. Kaputter. Wo habe ich jetzt einen kaputten Scheinwerfer? Also sonst bin ich ja immer mega irgendwo dagegen gefahren. Aber wo habe ich einen kaputten Scheinwerfer, Leute? Das Spiel, das lügt mich an. Ja, es wird langsam ein bisschen dunkler, aber es geht noch. Nach der Etappe kann man, glaube ich, nochmal reparieren. Dann kann man die Scheinwerfer...
Die sind doch gar nicht kaputt. Was labert der? Keine Ahnung, was der da meint. Die sind nicht kaputt, weil sie aus sind, sondern ich hab sie aus, weil es hell ist. Also, keine Ahnung, was der für Probleme hat. Alter, irgendwie war das kein guter Start. Ganz schön enge zwei. Bisschen weit ausgeholt. Also ich zum Beispiel ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber ich glaube, hier kommen wir schon noch ein bisschen nach vorne. Ich denke mir so da, die 6, voll geil. Jetzt kann natürlich schon sein, dass der Scheinwerfer kaputt gegangen ist, aber im ersten Rennen, da war doch nichts. Meiner Meinung jetzt nach. Okay, dass er hier gerade so weg, also so geil in den Drift rein ist, obwohl ich nur die Handbremse benutzt habe. Aber jetzt sind wir ein bisschen weiter hinten. Müssen wir ja mal ein bisschen Gas geben, Alter. Fünf Sekunden. Ja. Aber in der ersten, klar, erste Abschnitt haben wir schon ein paar Kacksachen gemacht. Muss ich ehrlich zugeben. Aber die Frage ist, ob wir so viel noch aufholen können. Vor allem, weil ich immer so Fehler mache. Leute. Das ist halt so eine Sache. Oh, Zaun. Ich glaube, irgendwie verliere ich aber wieder Zeit. Wenn man so ein bisschen auf die Statistik schaut, habe ich das Gefühl, dass wir noch weiter weggegangen sind, obwohl es jetzt gerade gar nicht so schlimm ist. Es muss also noch schneller sein. Ja, okay, hier habe ich jetzt, glaube ich, vielleicht ein bisschen viel gebremst. Da war ich Platz 1. 4,8. Ja, jetzt war ich ja so blöd dagegen. Nee, ich habe aufgeholt. Grün? Okay. Finde ich jetzt auch ein bisschen seltsam, dass wir hier sogar ein bisschen aufgeholt haben, weil ich das nicht gedacht habe, aber trotzdem Platz 8. Auf 4,8 Sekunden. Können wir noch ein bisschen was rausholen, hoffe ich jetzt mal. Oh nein! Autsch. Okay, ich wollte hier mit Vollgas durch. Es war aber nicht gut. Es war gar nicht gut, Leute. Irgendwie. Ja. Also er zieht jetzt halt auch. Aber er zieht ganz komisch. Hört ihr das? Oh, dok, 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 dok. Gar nicht gut hier. Nein. Reifenplatzer. Okay, komm mal, wir machen nochmal hier. Uiuiuiui. Jetzt hätte es uns, glaube ich, überschlagen. Ja, das war ja. Ich wollte hier schön durch. Und bin an einer Seite so ganz, 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 ganz sanft. Aber ganz blöd hängen geblieben. Vor allem, weil es ja noch eine Sechserkurve war. Also habe ich gedacht, das passt so, aber war jetzt vielleicht gar nicht so gut. Oh je, Leute. So, aber dafür haben wir jetzt den Start ein bisschen besser. Soll jetzt aber aufs insgesamt ja auch noch nicht viel heißen. Ach, hier sind wir ja auch so ein bisschen rausgeschossen, gell? Ich bin hier schon wieder fast genau gleich kacke gefahren, aber konnte es dann doch noch retten, weil so, ich dachte so, oh scheiße, da war was. Leute, da war was. Kann ich ja nicht nochmal so kacke fahren. Es hat jetzt aber auch ein bisschen Zeit gekostet, obwohl wir, glaube ich, sogar jetzt ein bisschen vorne sind. Aber ich weiß nicht, ob es reicht bis zum Abschnitt. Sind gerade sehr gleich. Oh,
Alter, hier ist so übel. Ah, oh, guck mal. Wir sind zu viel gebremst wohl. Hinten, gell? Dann warst du nur eine halbe Sekunde, also um einen grünen Bereich hier zu bekommen, müssen wir halt ein bisschen was aufholen, aber da sind wir ja fast schon vorne. Jetzt müssen wir mal gucken bei der einen Etappe da, wenn wir dann so schön Gas gegeben haben, dass wir da nicht denselben Fehler machen. Alter, aber ich muss gerade hier ein bisschen immer zu viel bremsen, weil ich den Wagen nicht richtig unter Kontrolle habe. Das ist mein Problem. Ah, ich bin vorne. Okay. Aber gefühlsmäßig habe ich ihn nicht so gut unter Kontrolle. Und hier sehr viel gerade rollen lassen. Was? 2,3 Sekunden? Okay. Richtig schön. Also hier haben wir, glaube ich, ein bisschen langsam unterwegs. Alter, ich bremse hier voll. War nicht mal so eine Mega-Kurve. Oh, danke Zaun. Der Zaun hat mich gerettet. Okay, jetzt sind wir doch ein Stück vorne. Wo war das jetzt? Ich glaube hier. Oh, der Baum. Leute, was ist jetzt los? Alter, hier voll durch. Voll durch. Was ging mit dem Baum? Ich habe mich schon dran kleben sehen. Nein! Alter! So bremst man. So bremst man, Leute. War schon wieder so ein Kack, Alter. Ja, wir verarschen, ja. Ah, ich komme hier nicht rüber. Komme ich hier noch nach vorne? Ich glaube nicht. Wir haben zwei rote eigentlich. Alter, diese Sonne hier gerade. Richtig mies. Alter, wie ich aufgeholt habe. Komm mal, jetzt kriegen wir noch hin. Oh, aufpassen. Es wäre so nice, wenn wir Platz 1 wären. Insgesamt weiß ich nicht, ob es reicht. Würde ich auch ein bisschen bezweifeln, aber es wäre zumindest mal geil gegen die, wo ich ja jetzt gerade fahre. Verdammt! Ich darf nicht so viel Zeit verlieren. Nein, es reicht nicht. Na, schade. Ah, 1,2. Und dann auch noch Platz 3 nur. Alfonsi und Bernhard sind vor mir. Naja, das am Ende. Das am Ende war nicht so super. 6 insgesamt. Hä, wo ist Jay King? Oh, Moment. Platz 13. Okay. Schadensmeldungen. Ja. Geht einigermaßen. Insgesamt Platz 4. 28 Sekunden auf Platz 1. Habe ich vorher nicht gesagt, es waren 22 oder 24? Das heißt, wir sind doch wieder ein bisschen weg, obwohl der Jakob Meier irgendwie nach vorne gekommen ist. Eigentlich hatte ich ja den King und den Papantonio im Visier, aber na gut. Dann müssen wir auf jeden Fall im nächsten Part gehen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.